Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wie man merkt, meine Audioqualität wird wahrscheinlich etwas besser sein. Dank unseren lieben Ulti Witter Moinsaft. Ja, unser lieber Ulti Schnulti ist halt ein geniales Genie. Das wird er jetzt wahrscheinlich sich für immer oben anketten an seine Stirn. Ne? Und mit dabei sind natürlich auch ein paar Leute im Teamspeak und auf dem Server. Wir sind zurzeit zu 6. Das sind nicht alle, die auch auf dem Server sitzen. Ja. Und es ist natürlich einiges passiert, Leute. Zum Japan Beispiel. Japan ist nicht mehr so schwach wie vorgestern. Ja, zum Beispiel. Japan zerstört jetzt Neuseeland. Auf jeden Fall. Ich mach nochmal kurz einen Cut. Das Video so, pausierst und das dann einfach zusammenfügst. Nein, nein. Doch. So Leute, willkommen außerdem zurück wieder in der Aufnahme. Und zwar war ich jetzt gerade noch im Game Mode, weil ich halt ein bisschen rumgeflogen bin und habe mir das alles so angeguckt. Ja. Tut mir leid, Leute. Nein, ich habe nichts gecheatet, wirklich. Ich verspreche es euch. Ja, Ulti. Du bist ein Japaner. Hast also, du auch Asiaten? Japanisch. Also, nein, wir haben halt viel gemacht. Also, es wurde halt viel gefarmt. Offscreen jetzt. Offscreen, alles klar, Leon. Alles klar. Alles klar. Ja, auf jeden Fall. Es ist viel passiert auch. Wir haben jetzt noch einen dritten mit in unserer ja, Gesellschaft, könnte man das nennen, so. Und ja, wir sind jetzt mittlerweile. In unserer Sekte. Genau, wir sind jetzt halt zu dritt hier auf der Insel. Er farmt halt wirklich wie bescheuert. Dann haben wir unseren Noah, der echt viel baut. Wir müssen auch jetzt noch gucken, wie wir dann. Ich habe auch gebaut, aber Noah baut einfach viel besser und baut dann alles, was ich gebaut habe, kaputt und baut dann sein eigenes. Ja, du machst den Steinboden, gell? Er hat sogar meine Brücke erneuert, weil die scheiße aussah laut ihm. Die war sah wirklich scheiße aus. Dankeschön, danke. Kein Problem, immer wieder gerne. So, und da kommt unser Ulti. Hi Ulti. Was? What the... Hi. What the fuck, du hast wohl dir? Bitte tu mir nichts. Ich war gestern bis 4 Uhr morgens wach und hab Diamanten gefahren. Bitte tu mir nichts, Ulti. Nimm an, sonst muss ich dir einen Fall in den Kopf fallen. Oh, ich hab auch einen Bogen. Auch mit Schlag 2 und Stärke 4. I need Fackeln! Ja, also Leute, wir haben auch jetzt mittlerweile sogar. Wir haben mittlerweile sogar zwei Bündnisse: einmal mit Madagaskar und einmal mit Neuguinea. Bald drei, genau, mit Japan. Denn. Nicht. Ulti, wenn du Lust hast, komme ich jetzt nach Japan. Ja. Ome. Dann besuchen wir jetzt in diesem Video unseren lieben Ulti, meine Freunde. Und zwar... ja, wir müssen jetzt mal erstmal gucken, wie unseren lieben Ulti das so... was er so gemacht hat aus Japan. So, Ulti Vitamoinsaft, eine TPA-Anfrage wurde gesendet. Kann sie einfach zum Mitgebringen, aber... Der TP. Nein! Jetzt spam ich dich mit TPAs an. Slash TP. Bitte dumm, um die da Accept zu schreiben. So. Hallo? Hallo. What the hell ist mit Japan los? Ihr habt ein Netherportal? Ah, da, wir haben hier einen Lavasee, da hinten Meer. Oha. Schick, schick, schick. Ich hab da hinten... Ihr habt Köpfe. Ding, wen habt ihr getötet? Ihr habt... Redstone-Tür zu bauen, aber dafür bin ich zu dumm. Ihr habt Erik getötet? Nein. Oder tötet sich Erik gerne selbst und sammelt seine Köpfe? Nein, keine Ahnung. Wow, also... Japan ist echt heftig, ey, boah. Dann haben wir noch einen Hafen, habe ich schon einen Hafen gebaut. Okay. Wow, ihr habt sogar schon eine Scheune. Okay, an der Scheune müsste man nochmal ein bisschen was machen. Ich weiß, das sieht mega scheiße aus, habe ich einfach so zusammengekleistert, damit irgendwie was ist. Ich kann alles erklären.
Lies dir das mal hier hin, das, gegen den Schilder. Sarah wollte ja eigentlich unparteiisch bleiben, nur du lenkst Japan so mega in so einen Krieg rein. Lies mal da das Schild. Welches Schild? Das hier. Laden zum gekochten Hund? Ja, okay, Leute, wir müssen da natürlich zu sagen, jetzt jeder wird natürlich ein Dislike geben, weil hier kommt jetzt ein gekochter Hund vor. Aber es ist nun mal Japan und es geht... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Stimmt das, Ulti? Was sagst du? Ich glaub eher nicht. Nein, aber halt, Ulti hat jetzt halt dieses Klischee aufgefasst. Ich meine, er ist Japan, er muss sich wie ein Japaner verhalten. Genau. Und... Natürlich muss er jetzt nicht Konnichiwa und so sagen, aber was weiß ich, sie halten uns alle für rechts, weil wir einfach jetzt uns über Japaner lustig machen. Nein, Leute, wir machen uns hier nicht über Japaner lustig, wir versuchen einfach nur teilweise das Projekt ein bisschen witziger zu gestalten und natürlich das Ganze auch ein bisschen ernst zu nehmen mit den Nationen. Und ja, es spitzt sich langsam wirklich zu. Die ganzen Nationen haben halt mittlerweile so kleine, ja, Stadtanfänge gebaut, ne, würde ich sagen. Und sind mittlerweile jetzt halt, Und diesen Kran da vorne, siehst du dieses, da wo das ganze Holz drauf ist. Wäre das nicht da, würde es relativ gut aussehen. Und Splinter, Afrika ist jetzt mit Japan verbindet. Echt? Alle haben jetzt mittlerweile, oh, scheiße! Nein, nicht! Nein! Ich will einen Kopf haben. Nein! Ah! Oh mein Gott, du hast Dorn auf deinem, ich meine Flamme. Ja, natürlich, ich muss ja mehr haben. Boah. Hey, das ist... Schwimm. Ha? Wo bist du? Komm her. Japan, es tut mir leid. Das ist eine Kriegshandlung. Nein, das war keine Kriegshandlung, das war ein freundschaftlicher Klaps auf dem Hinterkopf. Oh fuck. Okay, das ist ein bisschen zu viel Dämme. Tschüss. Oh mein Gott, der Delfin, er mag mich. Nicht. User in your channel, timed out. Okay, was ist das? Er ist ausgetimed. Wo bist du, Splinter? Oh, hier gibt's Fischis. Fische. Oh. Oh nein, nein, da ist der Ultivitamoinsaft. Nein. Das sind deine Verwandten. Nein, ich will nicht! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Piep, 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 Tauchgang. Nein, wir haben Kriegshandlungen! Der erste Krieg! Oh mein Gott! Nein, nein, ich dachte, wir können friedlich miteinander umgehen! Du hast angefangen! Schnell nach Hause! Puh. Okay, Leute, wir konnten es nochmal aus diesem Konflikt. Nein! 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 So. Puh. Nein, Ulti, Ulti! Frieden! Ja, er hat meinen Kopf bekommen, nein! Ich hab's für das Kopf. Meine ganzen Level sind weg, dankeschön. Kein Problem, immer wieder gerne. Wie viele Level hattest du? 27. Egal. Wir kommen schon irgendwann wieder. Leute, ich wurde getötet von... Krieg mit Erik! Warte, wieso hat der so eine OP-Rüstung? Du musst echt deinen Kampfgeist verbessern. Krieg! Krieg! Was? Wir werden Australien zubomben! Ja, Mann, lass Australien. Afrika! Oha, das ist eine Kriegshandlung gegen Australien. Gegen Afrika! Mit jedem Beat? Mit jedem? Kick, Erik, gib mir jetzt auf die Eier. Bann Erik vom TS. Warte. Slash. Hey, Level 3. Wuhu.
Also bitte, ich sag mal so, ich hab, ich sag jetzt gleich mal, was für Skills ich alles habe. Ich hab Erik gebannt. Erik wurde gebannt, because he ergreift einfach ein friedliches Land an. Also, ich habe 74 Stärke, 84 11, 9 Intelligenz und 9 von dem anderen. Sieht nicht so aus, du hast uns nämlich auch getötet. Gäh? Macht man nicht. Wir sind doch alle in Frieden, gäh, Splinter? Ich so, wir sind doch alle in Frieden. Ulti und ich, das machen das öfters. Ja, es ist Spaß. Nicht um Splinter morgen. Morgen nach Schule. Morgen ist Sonntag. Splinter, willst du den Kopf haben? Nein, ich hab wie, was keine Lust. Was ist das Spellbook? Spellbook? Ja. Da kannst du dich mit leveln. Ja, aber da gibt's ja solche, Ding. Sprüche wie zum Beispiel links, rechts, rechts. Aber es bringt nichts. Du musst das auf dem Boden öffnen. Dann müsste das eigentlich gehen. Nein. Tut's nicht. Du nimmst das halt in die Hand, machst Rechtsklick auf den Boden und dann hast du das Sword Spell, Speed und so. Ja, aber wie aktiviert man die? Draufdrücken auf das Buch, auf irgendeins der Bücher und dann mit Linksklick. Und dann hast du halt das, oh, ja. Nein, Leute, also wir haben bis jetzt noch keinen Krieg, außer vielleicht mit Erik bald, weil er einfach Krieg möchte. Also, die ersten Kriege sind schon in absehbarer Zeit wahrscheinlich geplant. Alle gegen Südafrika, ne? Doch, alle gegen Südafrika. Gut, alle wir bomben Südafrika zu. Nein, bitte nicht. Wir werden alles niederbrennen. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Er greift mich an, obwohl ich friedlich bin! Nein, wir greifen Südafrika an. Gut, okay, aber nicht die Grenze, nicht die Grenze. Nein, wir greifen nur Erik an, weil Erik die ganze Zeit Stress schiebt. Danke, ich muss auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Mauer bauen, um Erik abzuhalten. Danke, danke. Leben Frieden. Okay. Darf man überhaupt leften, wenn man angegriffen wird? nein. Nein. Man darf auch nur kämpfen, wenn man online ist, aber es muss halt erst Krieg wirklich sein und Erik greift einfach an, obwohl wir keinen Krieg haben. Nimmst du auf? Erik, das ist ich, richtig Splinter, nimmst du gerade auf? Nein, ja, ich nehme gerade auf. Achso, Livestream wäre cooler. Ich finde, das Projekt kann man nicht so gut livestreamen, weil man muss halt RPG-Handlungen nachspielen. Das braucht halt ein bisschen Absprache immer, man muss halt ein bisschen nachdenken, was man genau macht. Okay, aber meine Chicken, mein Schmalam und meine Chicken sollen leben. Gut, dann Erik und Erik und Nachdenken ist jetzt nicht unbedingt. Ja, Erik und Nachdenken. Runter von der Mauer! Runter von der Mauer! Meine Mauer. Ja, Leute, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal / Warp. Mann, Erik. R5X unterstrich Shop. Und werden jetzt da nach Südafrika gehen. Die Mauer. Achtung, die Mauer wird noch auf. Die Mauer muss fallen. Hey, nicht meine Mauer. Ich hab das Skelettschädel. Splinter, hast du. Shit. Splinter, hast du meine Seite angezündet? Nein, warum sollte ich deine Seiten anzünden? Irgendjemand hat mich angezündet. Damit seine Seiten auf Null sind. Irgendjemand hat mich angezündet. Alles angezündet. Der Krieg. Krieg! Wo? Oh, hey, Ulf, du bist doch nicht mal in Japan, oder? Doch. Doch, bist du, ich weiß nicht. Okay, Nordafrika. Ach so, und wenn man im Krieg ist, darf man außerdem keine TPs verwenden, ja? Also. Wir werden, das wäre ja unfair. Wir werden dich mit Ausrüstung versorgen, Japan. Ich dich auch, ich möchte auch. Wir bringen dir Diamanten. Also, ich werde das jetzt mit Noah und so absprechen und dann werden wir wahrscheinlich in den Krieg ziehen. Ulf, wir haben ja Frieden geschlossen, ne? Ja. Gut, okay, ich helf dir und ich helf auch Splinter. Also ich werde das jetzt mit den allen absprechen, ob wir dann in den Krieg ziehen gegen Erik.
Brauchst du ein OP-Schwert genau so? Erik ist einfach komplett allein, alle gegen ihn. Selbst ich. Er hat doch die Kriegshandlung angefangen. Stimmt, er hat mich die ganze Zeit umgebracht, nur für Köpfe. Zündet seine Ausrüstung, sprengt alles nieder. Frieden? Jetzt will er Frieden, jetzt wo ich die Männer zusammentrommeln will, ne? Sprengt alles nieder! Natürlich! Nein, es gibt keinen Frieden jetzt. Habe ich da Diamanten gehört? Ich meine, wir haben sogar zwei Verbündete, die werden uns auch noch im Krieg helfen, ne? Also. Einmal Madagaskar und einmal Neugier. Nordafrika ist auch bei euch, Alter. Nordafrika steht auch zu Dienst. Ja. Ich mach dir ein Friedensangebot, okay? Alter, die Mauer steht. Das ist ja voll geil. Mauer anzünden. Töte die Papageie! Wo? Wenn du uns doch einmal ungefragt angriffst, ohne da angreifst, dann werden wir den Krieg gegen dich eröffnen, also. Was ist das für eine Folge? Boah, hast du so viele Dias? Was ist das für eine Folge? Alter, ich hab viele Dias. Ich hab kaum viele ist Erik in der Folge dabei, wird sie richtig behindert, diese Folge. Verdammt! Ich baue TNT-Kanonen auf. Bitte, machst du bitte auch TNT an? Mach TNT an! Ich bin direkt neben ihn, ich mach TNT-Kanonen, mach TNT an, ich zerball ihn. Ich weiß gar nicht, wie ich TNT aktivieren kann. Ich meine, TNT müsste sogar an sein. Ich glaube, Mob Griefing ist dafür. Mob Griefing ist doch kein TNT, oder? Doch, glaub schon, weil Creeper... Bitte, darf ich ganz kurz in Game Mode gehen und gucken, ob das funktioniert mit TNT? Nee, ich hab probiert, TNT funktioniert nicht. Ich hab's probiert. Warte mal, ich glaube, ich hab genug, dass ich mit TNT craften kann. Warte mal. Ich hab's schon probiert, es funktioniert nicht. Ja, ich meine, ich habe gestern nochmal Plugins geändert und so weiter und so fort. Okay, Splinter, Challenge. Wenn du Eier hast, probier das in der Mauer. Welch? In der Mauer. Nein, die Mauer dürfen wir nicht abreißen, weil wenn wir die Mauer von den beiden abreißen, dann... Ach, meine? Nein, in deiner Mauer, Splinter. Nein! Ich spreng doch nicht unsere eigene Verteidigungslinien! Warum nicht? Hä, das ist sinnlos, wenn ich meine eigenen Verteidigungslinien durchbombe. Aber diese... Ey, Spin. Ich möchte ein Krieger sein. Was möchtest du? Ein Krieger sein. Du gehörst noch nicht mal zu unserer Fraktion, also... Ey, schon. Kannst du nicht unseren Krieger sein, du bist halt ein anderes Land. Du müsstest halt erstmal einen Bündnisvertrag aufsetzen, wenn du mit uns Frieden haben möchtest. Okay. Diese Statuen sehen zwar cool aus und so, aber... Sieht hier nicht irgendwie. Du musst ein Buch und eine Feder zusammen craften mit Tintensack oder so. Ich weiß nicht, wie man Buch und Feder craftet. Ich glaube mit einem Tintensack, ein Buch und einer Feder oder nur Buch und Feder. Und dann musst du da halt reinschreiben, ich möchte gerne einen Friedensvertrag haben. Ich meine, Noah hat bis jetzt immer die ganzen Friedensverträge aufgesetzt. Dann muss das Noah geben am besten, der kennt sich damit mittlerweile aus. Oder ich muss mir erstmal genau durchlesen, was da drin steht. Und dann muss Noah und ich da unterschreiben. Und mittlerweile aber auch Julian, weil Julian ist auch mit in unserem Team. Und wenn da alle unterschrieben haben, dann ist halt der Vertrag gültig. Dann musst du dann noch unterschreiben und dann ist alles fertig. Ich brauch Sand, verdammt! Haben wir denn keinen Sand auf dieser dreckigen Insel? Wir haben ganz viel Sand. Linter! Hä, das darf doch nicht wahr sein. Hier müssen Linter, welches Land seid ihr nochmal? Was? Ich bin Nordafrika. Ich bin Neuseeland. Linter, ich hab dir ich hab Sand gefunden. So, wartet mal kurz. Ich will jetzt mal kurz gucken mit TNT, wie das geht. Wie craftet man nochmal TNT, weiß das wer? Ja, in der Mitte Gunpowder, in den Ecken Gunpowder und den Rest Sand. Also brauche ich 5 Gunpowder? Ja. Verdammt, mir fehlt ein Gunpowder. Hatte ich auch, deswegen habe ich dich nach Gunpowder eingefangen. Und Splinter, weiß, wie man Chest mit Passwort macht? Ja. Ich hab Gunpowder. Wie macht man Chests mit Passwort? Du musst die Chests unlocken. Hey, wie mache ich das? / unlock und auf die Kiste draufdrücken. Und dann musst du den Befehl eingeben, wie war das nochmal?
LWC, mal kurz gucken. C und dann Passwort. Und dann das Passwort dahinter. Also, du gibst halt das ein hier. Slash C Passwort. Passwort. Und dann halt das Passwort. Und dann auf die Kiste klicken, die unlocked ist. Und dann ist, dann muss halt der andere Spieler, der die öffnen soll, slash unlock und dann das Passwort dahinter eingeben. Und Splinter, ihr habt ja euren Fish-Shop. Soll ich euch ein paar Delfinköpfe geben, also 10 Stück oder so? Ich möchte Frieden. Liebe Grüße Nordafrika. Okay, ich werde das mal in die Vertragskiste packen. Wir haben noch keine Vertragskiste, okay. Ich crafte mal eben kurz eine Kiste mit Verträgen, die wir noch abarbeiten müssen. Das Dreiecksbündnis. Bündnis mit Neugina, okay. Madagaskar ist hier direkt neben Nordafrika. Hier, ich habe auch noch. Nordafrika? Hier. Warte, Erik, Nordafrika ist größer als Südafrika, fällt mir gerade auf. Digga, Nordafrika ist größer als Südafrika. Hallo, ich bin Erik, ich möchte einen Friedensvertrag haben. Liebe Grüße, Afrika. Du hättest dann schon Erik reinschreiben müssen. Warte kurz. Ja, was ist denn? Ach, egal. Übrigens, Splinter. Das Wodka in euren Kühlschrank schmeckt lecker. Das was? Das Wodka in euren Kühlschrank in der Hütte. Hä, wir haben da Wodka drin? Echt? Schönes Wodka. Das ist Water Bottle. Ich nenne das Wodka. Für ihn ist Wodka Wasser, das ist klar. Wodka, Wodka, Wodka. Ja, erstmal bekiffen. Warte, alles klar. Ich gebe dir einen Tipp. Der wäre? Hier. Wenn du ein Video machst und die beiden drin sind. Mach's nicht. Mach's nicht. Nein. Warum? Hä, ja, no. Ah, okay. Damit schießt du dir ins eigene Bein. Ja, ich schieße mir öfters ins eigene Bein. Splinter, du der auch? Ein ja. Schildkrötenkopf ist so hässlich, muss ich sagen. Hallo? Der sagt alles aus. Schildkrötenkopf. Guck mal, ihr habt ein Beacon. Grab mich mal. Hä? Wir haben kein Beacon. Das ist kein fucking Beacon. Doch, guck hier. Ah, doch, da ist ein Beacon. Ja, keine Ahnung. Und ihr habt das Herz des Meeres auf maximaler Stufe. Ja, wir sind halt geil. Woher habt ihr bitte Schiffe gefunden? Ich hab die ganze Map durchsucht, Alter. Ich bin wirklich durch. Was haben wir gefunden? Ein Schiff. Ich bin durch die ganze Map Hä, wie? Wir haben ein Schiff gefunden. In den Schiffen ist eine Schatzkarte und in der Schatzkarte ist eine Chest und in der Chest ist dann ein Herz des Meeres. Noah hat das gefunden. Noah? Ist ordentlich. Nee, ist er nicht. Noch im Bau, Tierhandel, noch im Bau. Ach, Splinter, man kann ja den Befehl slash pet create machen. Was bringt der? Keine Ahnung. Weil, als ich Kuschel gefragt habe, wie kann ich meine Haustiere herholen, weil sie sagte, irgendwas gibt es im Befehl. Da sagt die slash pz. Es gibt keinen Tierbefehl mehr auf dem Server. Oh Mann, was hat sie mir erzählt alles? Das gab's früher mal. Auf dem alten Community-Server, der aber. Wegen halt, ja, weil alles nicht mehr so alles nicht mehr so lief, ist er halt offline gegangen. Na, es läuft doch. Übrigens, möchtet ihr ein paar Köpfe haben? Ich hab genügend. Ich hab ordentlich gefarmt heute. Bitte, nimm mal an. Bitte. Wie viele MSGs habe ich heute bekommen? 16 Stück. TPA Akzept. Hi. Wer möchte Köpfe? For free. Welche Köpfe? Keine die Rechtschreibung. Hiermit möchte ich den. Hiermit möchte der Vertreter von Japan mit dem Land Neuseeland einen Friedensvertrag machen. Geil. Wir werden natürlich im Bau Bewegungseinrichtungen zu helfen, zum Beispiel. Nein, hat er nicht, leider. Okay, das werde ich dann auch in die Kiste tun. Also, wir werden das machen wahrscheinlich, Ulti, damit, weil ihr seid ein großes Land mittlerweile geworden, dadurch, dass jetzt... Japan ist eigentlich nur ein... Oh mein Gott, nein! Jüngste. Phantom! Ich
Splitterpfeile bitte. Wo denn? Alter. Angriff! Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe keine Pfeile. Achtung, Angriff! Eines tot. Ich hab's. Kopf. Ich hab einen Blumentopf bekommen. Boah, was war das denn jetzt? Hey. Hier war noch eins irgendwie. Na gut, Leute. Ich würde sagen, damit war es auch wieder mit dieser wunderbaren Folge Minecraft Earth. Und ja, schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Ich als bei den anderen Videos. Warum? Irgendwie. Ist komplett verwirrend. Das ist immer dasselbe Thumbnail. Nein, halt, stopp. Es ist ab und zu ein bisschen bearbeitet. Verarbeitet? Was für eine Fabrik hier? Google-Suche oder was? Krieg in Südafrika, in Japan und Südafrika. Hä, nein, ich hab da öfter schon mal was drauf geändert auf dem Thumbnail. Das sieht man nur nicht so gut. Okay, okay, das will ich jetzt sehen. In der Folge zum Beispiel, wir fahren nach Australien. Ist Australien eingekreist und zwei Pfeile sind auf Australien. In welcher Folge? Welcher Folge? Übertreib. Ja, moin. Moin. Alles klar. Ja, was ist denn? Alles klar. Was ist denn? Sag mal so. Ich habe vor 17 Stunden ein Video hochgeladen. 41 Aufrufe. Boom. Vor wie vielen Stunden? Vor 17 Stunden. Wow. Heftig. Was? Digga, was ist denn? Was wo ist sind der? Xur Videos sind das Beste, Alter. Klicks. Was für Videos? Ich habe nicht verstanden. Wo ist Xur von Destiny? Ja. Und ich habe die 1000 Aufrufe erreicht. 1020 Aufrufe. Okay, Leute. Damit auf jeden Fall war's das von meinem Video. Ja, unser lieber Ultivitamoinsaft, der geht total ab, Leute. Schaut auch mal bei ihm vorbei. Der. Yeah. Und ja, lasst auf jeden Fall mal auch ein Like bei ihm da. Und ein Abo müsst ihr nicht unbedingt da lassen, weil der Ulti, der mag keine Abos. Ich hasse Abonnenten. Ich hasse allgemein Menschen. Deswegen, also, lasst bloß kein Abo bei ihm da. Und ja, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ciao.